Hallo, ich erkläre euch heute, wie ihr in der App Teams Anrufe annehmt oder jemanden anruft. Teams ist die App hier unten mit den beiden Männchen und dem T. Dann könnt ihr oben links auf die Suchleiste klicken und den Namen von der Person, mit der ihr telefonieren wollt, eingeben. Dann erscheinen unten verschiedene Namen und den Namen der Person, mit der ihr telefonieren wollt, wählt ihr aus, indem ihr draufklickt. Dann erscheint rechts der Chat mit dieser Person und oben rechts unter der Akkuanzeige seht ihr eine Kamera und ein Telefon. Das Telefon steht für Sprachanruf und die Kamera für Videoanruf. Ihr könnt beim Videoanruf die Kamera ausstellen, genauso wie ihr beim Sprachanruf die Kamera einschalten könnt. Ich demonstriere euch das jetzt an einem Sprachanruf. Dann könnt ihr hier unten in der Leiste auf das Mikrofon tippen, dann geht euer Mikrofon an. Oder auf die Kamera tippen, dann geht eure Kamera an. Dann könnt ihr hier unten auf den drei Punkten noch viele andere Sachen auswählen, wie zum Beispiel den Anruf halten oder die Kamera des Gegenübers ausstellen. Wenn euch jemand anruft, dann poppt oben ein Fenster mit dem Namen auf und einem roten Kreuz und einem blauen Haken. Wenn ihr den Anruf annehmen wollt, dann drückt ihr auf den blauen Haken. Und wenn ihr den ablehnen wollt, auf das rote Kreuz. Dann kommt ihr wieder dahin, wo ihr eben wart, als ihr eine Person angerufen habt. Weitere Fragen könnt ihr euch an support@norbert-gymnasium.de oder tablet@norbert-gymnasium.de wenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.